Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei diesem neuner Replay dabei seid von und jetzt wird's schwierig. Shang Wei Dawei Wei PL. Ich hoffe, etwa war es richtig. Kartes Highway und er spielt den E50 für uns. Ist hier in ein Zehnergefecht gerutscht und es sind verhältnismäßig viele Zehner, dabei auch zwei Artis. Also da muss er aufpassen, weil gerade natürlich so der Medium fährt immer gern hier entlang. Hat ja auch noch zwei Kompagnons dabei. Einmal eine Arti, für die sie so ein bisschen aufdecken sollen. Den WZ111, der eigentlich jetzt nicht so unbedingt zu ihm passt, sage ich mal, weil der sollte sich eher in die Stadt orientieren. Und jetzt sozusagen profitieren beide nicht mehr voneinander im Zug. Das finde ich eigentlich schade, wenn man Zug zusammen bildet, dass man dann so sich aufteilt. Weil wie gesagt, er fährt jetzt hier in die Stadt, macht da hoffentlich viel klar. Er fährt jetzt hier raus, macht da hoffentlich viel klar. Aber sie können sich jetzt nicht unterstützen. Also jegliches Teamplay von den beiden klappt nicht mehr und die Arti muss hier natürlich auch entscheiden. Okay, helfe ich mir jetzt meinem WZ oder schieße ich hier raus, wo natürlich eigentlich lieber die Arti sich hinorientiert. Auf jeden Fall hat der T49 da vom Gegner schon mal ordentlich gefressen und wichtig ist natürlich jetzt hier für sein Team und für die Arti, dass er hier aufdeckt. Oh, da ist schon einiges auch hinten. M60, Badget. Also da ist jetzt schon ordentlich Bambule. Vier Gegner gleich an der Zahl. So, jetzt vielleicht ein bisschen erhöhen und vielleicht auch nochmal einen Spot dahin bekommen. Ja, nicht zu offensiv da fahren, so ein Leo 1. Der hat eine gute Kanone, der aimt schnell ein, also von dem her, da kann gut was reinkommen. Und natürlich eben auch die Artis darf man nicht vergessen. So, genau, jetzt erstmal einfach aufdecken. Immer schön hier den Spot machen, da helfen, natürlich für die Artis da Vorarbeit leisten. Jetzt wird es ihm aber hier scheinbar direkt zu riskant. Ja, die sind natürlich auch am Drücken. So, Objekt. Hat er schon mal einen direkt kassiert? Der M60 auch gleich. Ja, warum denn nicht? Und auch der T54-1. Also jeder kriegt mal. Aber die Arti mit fast 600 Damage knallt sie hier rein. Es ist natürlich auch Haufen Holz. Oh, 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 T54 hat er schön gesehen, dass der da kommt. Dementsprechend konnte er sich hier nochmal in Sicherheit bringen. Jetzt wird es aber kritisch, weil wenn die hier rushen und genau das passiert scheinbar, dann schaut es hier für ihn ganz schlecht aus. Der ging nicht durch, ja. Das haben wir gesehen, weil wenn der durchgegangen wäre, wäre der raus. Sehr gut, dass jetzt hier der oben weggeholt worden ist. Der T54-1, da oben ist jetzt ein T49. Und jetzt orientiert sich weiter auf den Leo 1. Auto-Aim, den erwischt, sehr gut, Grille hat den weggemacht, jetzt kommt die Badger hier hinten, die wollen jetzt unbedingt die Artis haben, hat aber erstmal den Waffenträger, kommt jetzt das Objekt von hinten, also jetzt ist hier viel, viel, viel los, Badger haut wahrscheinlich ab, weil schon keine Munition mehr, jetzt muss er sich hier ein bisschen nach vorne retten, dass das Objekt ihn hier nicht so aufs Korn nimmt, hat nur noch 85 Hitpoints. So, obwohl das Objekt ihn schon zweimal eingegeben hat, hat sie ihn jetzt so ein bisschen ignoriert. Waffenträger hinter ihm. Da kommt der Waffenträger. Was macht der? Der prallt hier ab. Oh, Alter, hat der jetzt hier zu tun. Da hilft ihm jetzt seine Arti. Super, klasse. T92 nimmt er den Waffenträger richtig schön aus dem Spiel. Badget wird auch bald nachgeladen haben und dann kommt es wieder zurück in den Kampf. Da muss er natürlich auch sich drauf gefasst machen. Da ist schon... Ja, sehr schön. Sehr, sehr wichtiger Kill. Aber es war klar, dass es jetzt irgendwann kommen muss. Jetzt hat die Grille 15 aufs Objekt geschossen. Jetzt kommt er rüber.
nimmt er im Auto-Aim das Objekt raus. Toll gemacht. Und jetzt ist die Seite endlich mal durch. Aber was ein Schlachtfeld war denn das bitte hier drüben. Unglaublich. Also hier muss man sagen, das war jetzt Action in seiner besten Form. Und da wird es langsam auch für mich schwierig, da den Überblick zu behalten. Da kommt die Arti. Ach, leider nicht getroffen. Aber hier sind jetzt beim Gegner nur noch alle drei Artis am Leben. Also das sollte jetzt eigentlich nicht mehr so schwierig werden. Arti Nummer 1 hat er getroffen. Jetzt kommt hier die zweite, die nimmt er auch raus. Jetzt muss er hier noch ein bisschen aufpassen, dass er da nicht noch getroffen wird. Ne, GWE-100 steht da drüben, hat den WZ von ihm rausgenommen und damit ist auch die Runde schon beendet. Also 5 Minuten 39, pureste Action, kann man nicht anders sagen. Phänomenales Gefecht, er hat mit 5200 Schaden gar nicht so viel gemacht, aber er hat da auch 4000 unterstützt und dementsprechend muss ich sagen, tolles Gefecht, tolle Runde, hat mir Spaß gemacht zu kommentieren, auch wenn es ein bisschen unübersichtlich war, hoffe ich, ihr seid am Ball geblieben und wünsche euch weiterhin auch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.